Hallo, hier ist der Michael. Ich erkläre euch heute mal das Aufbrechwerkzeug. Anfangen tun wir mit dem Aufbruchhaken. Der dient dazu, falls man ein Dach aufbrechen muss, zum Beispiel Reetdach, damit kann man das Reet schön vom Dach lösen. Oder innen drin, wenn man eine Verkleidung hat, kann man die da auch mit runterziehen. Oder Strohballen, um die auseinander zu rühren, damit man das besser ablöschen kann. Hier haben wir jetzt unsere Spaltatz. Die benutzt man eigentlich dafür, um vielleicht eine Tür aufzubrechen oder die einzuhauen. Das war's an. Hier haben wir dann unsere Brechstange. Die ist dazu da, wenn wir vielleicht eine Motorhaube zum Aufbrechen, weil die so eine schöne lange Hebelwirkung hat, kann man die da auch schön mit aufbrechen. Oder eine Tür aufhebeln. Und hier ist unsere Geheimwaffe, der Helligen-Tool. Hier kann man alles Mögliche mitmachen. Aufhebeln, zum Beispiel eine Tür, aufbrechen. Hier ist so eine Spitze dran, da kann man vielleicht eine Autoscheibe mit einschlagen. Und dieses Ding kann man vielleicht eine Autotür mit aufbrechen. Also Allround-Waffe. Hier haben wir dann unsere alte Feuerwehraxt. Die benutzen wir eigentlich nur hauptsächlich für einen Innenangriff, falls da irgendwo eine Holztür ist, um die dann einzuhauen, damit man in einen Raum weiterkommt oder eben aufzubrechen. Das war eigentlich für die Axt hier. Oder nochmal um die Tür vielleicht, wenn die aufbleiben soll und man keinen Keil hat, dann kann man sie unten vor der Öffnung packen, dann bleibt die Tür auch auf. Das Ding ist so eine Art wie ein Dosenöffner. Hier die Spitze ist auch wieder, um die Autoscheibe einzuschlagen. Und das Teil ist zum Beispiel für die Frontscheibe. Früher wurden sie halt geklebt und dann kann man sie so mit aufhebeln. Hier ist so eine Schneide dran und dann kann man rundherum aufschneiden und dann ist die Frontscheibe von dem Auto auch ab. So, das waren jetzt die Aufbruchsachen, die ich euch so ein bisschen erklärte, die wir so auf dem Fahrzeug haben. Dann bis zum nächsten Mal, euer Michael.